Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es geht weiter bei This is the Police. Tag 7 heute. Okay, die Überschriften. Rassistische Gangs haben freie Hand in der Stadt. Naja, wir haben eigentlich nur Rassisten eingesackt, aber okay. Ermittlungen gegen Francis Kendrick könnten wieder aufgenommen werden. Der ist nicht mehr im Land, das wird also schwer. Zweiter Wolkenkratzer für Freiburg. Wow, wir haben nur zwei? Ich meine ein? Ah. Na gut. Ich wette mit euch, irgendwann kriegen wir das Angebot für eine bessere Karre, wenn wir Stanley helfen. Da bin ich mir sowas von sicher. The people of Freiburg have built up a tolerance for the petty horrors of modern life. You'll never see crowds gathering around a beaten passerby. Folks rarely even slow to gawk at a car accident. And street theft doesn't turn heads anymore. Been a long time since people got worked up about stuff like that. So when I ran into a troubled crowd on the way to work, I knew there was something serious going on. Something bad enough to knock these people out of their daily rhythm. And we're talking about people who would step over a corpse if it was blocking the door to the coffee shop. Klingt nach unserer But apparently all it takes is a bunch of leaflets. Or spreading broken glass across Main Street. Or releasing a couple of hundred rats in the ice arena. The mysterious figure taking responsibility for these strange acts goes by the alias Robespierre. Nobody knows who he is, what he wants, or what all this adds up to, from the buckets of lard spread on the sidewalk to the front door of City Hall covered with ostrich feathers. But this strange cross between childhood pranks and cheap theatrics has got the people all worked up. Everyone understands when some Freiburg crook satisfies the basic human need to rob and kill. But when someone steals a lion from the local zoo and locks him in a cell below the courthouse, the people start asking questions. Ja, ich hätte da auch ein paar Fragen. Myself, I kind of like this Robespierre. It's not just the pranks he's pulling or his green bull's head emblem. I just like his funny nickname. Robespierre? Really? Who does that make me? The Marquis de Lantenac? Oh, ein Gebildeter. I don't think so. In the old books about revolutions, I fancy myself the old gunner who goes off to war with a bag of damp powder. Or maybe the innkeeper who tops up the beer kegs with mop water. Hm. It's something to think about. Wahrscheinlich wird dieser Robespierre eine Rolle spielen in der Story. Wahrscheinlich können wir den Typen holen. Martin Stead ist ihr neuer Stellvertreter. Was zum... In meinem Haus sind ein paar Rohre bestätigt und ich muss auf den Klempner warten. Kann ich mir frei nehmen? Ah, fucking hell, Storwell, du bist mein bester Mann. Aber weil du mein bester Mann bist... Ja. Ja. Okay. Aber weißt du was? Ja, aber erst morgen. Hm. Nein, 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 das ist okay. Du kannst gehen. Ich habe Vertrauen in... Ich habe Vertrauen in den Rest. Gott, wir werden sterben. Die ganze Stadt wird brennen, weil Storwell heute nicht da ist. Neue Platten können als Geschenk oder als Dankeschön für ihre Dienste erhalten werden. Aber warum warten, wenn ihre Sammlungen jetzt schon aufstocken können? Wenn sie ihre Sammlung jetzt schon aufstocken können. Oh, was haben wir hier? Oh. Im Katalog von Ulrichs List. Gut, dass der nicht Schindler heißt. Können Sie immer eine umfassende Auswahl finden. Und das bei niedrigsten Preisen. Bestellen Sie vor und sparen Sie. Ja. Ludwig van Beethoven. Ja, ich würde sagen, das nehmen wir sofort. Was haben wir hier noch? Clarinet Sugar von Bob Bonar. This Train von Turk Murphy. Neuigkeiten. Temptation Blues. In Kürze. Hm, Vorbesteller hatten einen 15. Oh Gott, jetzt soll ich schon im Spiel pre-ordern. Ist das euer Ernst? Okay. Gibt es hier irgendwen, den ich kenne? Außer Beethoven. Octopus. Oh. Ein Shinto-Tor. Schön. Okay, also wir kaufen auf jeden Fall mal Beethoven. Das muss sein. Ja. Das kaufen wir uns. Der Abschluss dieses Stücks ist endlos. Ich habe mir einmal eine Sternstuppe angesehen und mir einen Einblick in die Wunder des Universums gewünscht. Am nächsten Tag erhielt ich dieses Stück. Ja, nein. Okay, hauen wir Beethoven rein. Corollian Overture OP62. Oh, wenn wir Freude schöner Götterfunke irgendwann kaufen können, das wäre richtig groß.
So, Polizeiarbeit mit Beethoven, go. Irgendwas hat Beethoven, so das hat mich sofort. Die Mafia kann Ihnen einige sehr hilfreiche Dienstleistungen anbieten. Bitte was? Sie sind inzwischen praktischer Mitglied der Familie, also wird es Sie kaum etwas kosten. Okay. Die Sands. Oh Gott, damit, ich kann bei der Marvel-Mafia mitmachen. Notruffalle. Die Mafia wird einen falschen Notruf abgeben und alle Beamte, die am Tatort eintreffen, werden getötet. What the? Okay. Die Mafia wird eine besondere Ermittlung fälschen und die Detektive, die Enttäuschung wird getötet. Warum sollte ich das wollen? Oh Gott, Spiel, was? Die Mafia wird Mitglieder des Komitees vor der Anhörung im Büro des Staatsanwalts einschüchtern. $35.000! Okay, das kann ich das. Nee, ich glaube, das brauche ich nicht. Ihr neuer Stellvertreter ist kein Kendrick, aber auch nicht so nutzlos, wie er erscheinen mag. Er kann einige ihrer Pflichten übernehmen, wenn bei ihm die Zeit knapp wird, aber sie müssen das Mittagessen ausgeben, zusammen mit anderen Spesen. Mittagessen, das kommt mir relativ günstig vor. Oh, halt hier, Stellvertreter. Ihre Angestellten zur Ausbildung schicken, Grillfest, Spitzel anheuern, für Informationen einzuholen. Ihre Angestellten zur Ausbildung schicken. Namen kaufen. Finden Sie raus, welche Angestellten gegen Sie aussagen wollen. Oh, what? Schweigen erkaufen? Oh Gott, das wird ernst. Ich glaube, davon mache ich jetzt erstmal noch nix. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas brauche bis jetzt. Ich meine, Polizeischule ging gut, aber keine Ahnung, was das bedeutet. Heißt das, sie sind dann einen Tag oder eine Woche weg? Der Verkäufer im Schuhladen berichtete, dass zwei Teenager die teuersten Schuhe im Laden ausfindig gemacht und dann anprobiert hätten, ohne zu bezahlen. Ohne zu bezahlen, mit den neuen Schuhen an den Füßen aus dem Laden zu rennen. Okay. Ich würde sagen, das ist ein Job für Robbins und Samity. Ja, ich glaube, die können das. Sollte kein Problem sein. Ich meine, ja. Zwei Teenager, die. Hier gibt es ja nicht so eine Werbung, und dieses, die behalte ich gleich an. und dann rennen sie halt weg. So, wie in der Werbung. Oh Mann, okay. Also wir haben auf jeden Fall, falls wir wieder einen Bankenüberfall oder eine Geiselnahme haben, haben wir auf jeden Fall jetzt die dramatische Musik mit Beethoven. Oh, what? Die Teenager stehen nicht weit vom Land entfernt, rauchen und bewundern ihre neuen Schuhe. Hey, habt ihr meine Zigarette? Höchste Zeit, diese Schuhe zurückzubringen. Versuchen, einen der Jungs zu packen. Ich verstehe nicht so ganz. Heißt es, wir sind freundlich? Heißt es, höchste Zeit, diese Schuhe zurückzubringen? Ja, ich würde sagen, Jungs, ne? Ja. Habt ihr meine Zigarette? Heißt es, wir hätten jetzt irgendwie ganz cool und lässig irgendwie wie. Ne, ich verstehe es nicht. Versuchter Mord. Oh Mann. Mein Mann ist früher als üblich von der Arbeit nach Hause gekommen und hat seine Frau mit ihrem Liebhaber im Bett vorgefunden. Der Klassiker. Ein Hausangestellter hat die Polizei gerufen, als sie sah, wie der Ehemann ein Jagdgewehr aus dem Wandschrank holte. Oh boy. Oh boy. Vier Leute. Keine Unterstützung. Okay, da kommt auf jeden Fall Petzka hin. Schicken wir zwei. Ich glaube, zwei Leute sollten reichen. Ganz ehrlich, Grant, zeig, was du drauf hast. Ja. Die Frage ist, wenn ich jetzt Butch mitschicke, macht er dann die ganze Mission Kacke sozusagen durch seine Unfähigkeit oder gleicht Petzka das aus, dadurch, dass er so sehr über dem Durchschnitt liegt? Nein. Ich kann vier Leute schicken. Andererseits. Okay, ich gehe jetzt ein Risiko ein, indem ich Bird schicke, aber ich hoffe, der kann was lernen von den beiden. Aber wobei, nee. Grant ist ja auch schon unter Durchschnitt. Okay. Wir schicken Quack hin und Birch. So. Dann haben wir zwei Leute überdurchschnitt. Einen, der sehr überdurchschnitt ist und einer, der. Ach. Okay, go. Ich glaube an euch. Ihr könnt das. Oh boy, die werden alle sterben. Andererseits ist es ein Typ mit einem Jagdgewehr und ich habe drei. Naja, zwei ausgebildete Beamte und einen Vollpfosten geschickt. Oh, was ist das? Heute findet in Freiburg die Premiere von Zurück in die Zukunft statt. Oh wow, das spielt wirklich in den 80ern. Der Verleih des Films hat die Stadt darum gebeten, einen Beamten zum Eingang zu sicherzugehen, dass die Besucher keine Kameras mit ihnen ins Kino nehmen. Ja, das kann Grant machen. Ja, dafür schicke ich keinen guten. Aber auch das, ja, das klingt sinnvoll. Ich meine, das kann zwar eigentlich das Kinopersonal übernehmen, aber hey, wir wollen mal nicht so sein. Oh, bitte ab den. Yep. Gute Arbeit. Okay. Haben wir nochmal Glück gehabt. Oh, Quack wird immer besser. Birch.
Ja, so langsam, so ganz langsam. So, er muss nur noch bei 10 Einsätzen dabei sein, dann ist er annähernd Standard. Oh Mann. Ah, was haben wir hier? Freiburg Grundschule. Oh nein. Ein junger Vater, dem das Erziehungsrecht entzogen wurde, hat versucht, seine Tochter von der Schule abzuholen. Als ihm der Zutritt verwehrt wurde, griff er eine Lehrerin an, stieß sie zu Boden und begann, auf sie einzutreten. Oh, fucking hell. Nee. Da schicken wir... Nein, ich glaube, zwei gute Leute reichen da. Obwohl, die sind hier alle unterwegs. Nein. Also, wir werden ja wohl einen gewalttätigen Pisser schnappen können. Da, so viel Vertrauen habe ich dann doch. Was ist das? Ulrich Bieber, Stadtzentrum. Okay, Mr. Boyd, ich habe eine verzwickte Angelegenheit, zu der mir unser gemeinsamer Freund Charles Dill gesagt hat. Wer zur Hölle ist Charles Dill? Dass Sie helfen können. Wie Sie vielleicht bereits wissen, gehört mir der größte Musikladen in Freiburg. Vor kurzem hat meine Ex-Frau vor Gericht die Hälfte meiner Musiksammlung zugesprochen bekommen. Sucks to be you. Das sind eine Menge seltener Aufnahmen darunter. Meine Ex hat große Angst vor der Polizei und versucht immer, sich wie ein gesetzeswüchtiger Bürger zu verhalten. Wenn ein paar ihrer Leute in Uniform zu ihr kommen und sagen würden, dass die Platten Teil einer wichtigen Ermittlung sind, würde sie einfach lächeln und ihnen alles geben, was sie wollen, ohne auch nur den Durchsuchungsbefehl zu überprüfen. Ja, nee, irgendwie... nee, das ist... Nee, sorry, also nee, da bin ich auf ihr Auftrag. Jack, heute haben wir um Gebäude der Ingenieurwissenschaften etwas bei 22.09 Uhr laufen. Wir wollen doch nicht, dass Polizisten bei der Party stören. Ich denke, $4.000 sollten ausreichend für seine Bitte sein. Oh, jetzt geht das los, oder was? Heißt das jetzt, der kündigt jetzt an? Um 22.09 Uhr. Okay, Gebäude der Ingenieurwissenschaften. Das heißt, darauf darf ich jetzt nicht reagieren. Oh Gott, ich hasse es jetzt schon. Das war so ein Fehler. Da. Was passiert eigentlich, wenn ich auf einen Notruf reagiere? Ganz ehrlich, ich habe das noch nie ausprobiert. Wenn wir jetzt eh was dafür bekommen, können wir das mal testen. Erregung öffentlichen Ärgers in der Galerie von der Kunst. Der Wächter sagt, dass jemand in die Ausstellung gekommen ist, Bilder von Penissen auf die Kunstwerke geschmiert hat und sich dann im Klo versteckt hat. Ja, wie wär's mit Quack und Birch Junior? Also irgendwie, ich hab da Vertrauen, dass die das, dass die also zusammen kriegen die das, glaube ich, hin, ja. Obwohl, nee, komm, wir schicken Petzger und Birch, nur um sicher zu gehen. Aber ich glaube, die können den Typen schnappen, der Penis auf Gemälde malt. So, gut. Die haben den Vater, der ein bisschen, ja. Nee, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, nee, weil nachher will die eine Durchsuchungs... nee. Wisst ihr, wenn man für die Mafia arbeitet, die sorgen dafür, dass da nichts auf einen zurückfällt, weil die sind ja nicht dumm. Die wollen ja, dass die Kooperation erhalten bleibt, aber das ist ein scheiß Musikladenbetreiber. Oh Gott. Bei der Ankunft der Polizei waren alle Lichter aus. Der Nachtwächter des Museums gibt an, dass er den Job erst seit ein paar Wochen hat und fürchtet, dass er aufgrund des Vorfalls gefeuert werden könnte. Die Polizei konnte ihn beruhigen und er hat sich auf die Toilette aufmerksam gemacht, in der sich der Künstler eingeschlossen hat. Ja, Penisbilder, so ein unglaublicher Künstler, also... Dem Internet nach ist er natürlich so quasi Leonardo da Vinci, aber... Ne? Kommen Sie mir da oben hinten raus. Die angrenzende Toilette betreten, die Tür aufbrechen. Nein, ich glaub, der Typ ist harmlos. Oder auch nicht. Ein junger, weinender Mann, der ein Messer in der Hand hält, beharrt darauf, es handelt sich hier um eine Performance-Kunst und niemand würde ihn verstehen. Er weigert sich, sich zu ergeben und droht, sich selbst zu verletzen. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Kunst. Versuchen Sie, das Messer zu packen. Keine Sorge, Sie bekommen keinen Ärger, wir wollen nur reden. Okay. Lassen wir uns drauf ein. Versuchen wir... Okay, klasse. Ich bin sicher, Birch Jr. konnte mit ihm über seine Penisbilder reden. Daher sieht so aus, als hätte er da sehr viel Erfahrung. Und hat ihn dazu gebracht, sich zu ergeben. Gut. Hätte besser nicht laufen können. Ich bin sehr beeindruckt. Okay. Keine Anrufe. Sans Ranch. Können wir die irgendwie... Oh, okay, nee, schade. Ich dachte, wir können die irgendwie raiden oder so mit dem SWAT-Team. Oh, apropos Stadtverwaltung. Ach nee, kann ich nicht. Die Musik ist schon wieder aus. Oh, ja, machen wir wieder einfach ein bisschen Jazz. Ne? Okay, jetzt kommt halt doch das Ding mit, worum mich Stanley gebeten hat. Meinte ja irgendwie so um 22 Uhr. Ja, Gebäude der Ingenieurwissenschaften.
Wir haben sie in einem Anruf von einem Wächter aus der Maschinenfabrik. Er hat zwei Täter gesehen, die aus einer Fabrik durch ein Loch in den... Ah, scheiße. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir das ignorieren. Das haben wir vorher noch nie gemacht. Ich meine, werde ich dafür jetzt irgendwie angeschnauzt? Kriege ich dafür eine Bestrafung? Wie sieht das aus? Ich meine, die Polizei kann ja nicht auf alles reagieren. Die ist ja sozusagen ein bisschen... Ne? Wir sind ja auch völlig unterbesetzt. Also, ne? Ist ja, ne? Außerdem fällt uns ja auch heute Stobble, unser bester Mann. So, was haben wir hier? Bericht. Täter ist entkommen. So, danke, dass Sie uns mit entsprochen haben. Hier ist die Summe, auf die wir uns geeinigt haben. Okay, das war ja relativ schmerzlos. Das kommt das. Ich meine, mir ist ja schon mal vorher schon mal einer entkommen. Ist das irgendwie. Oh, was ist das? Jack, Sie haben sicher die Zeitungsartikel über Thomas Blaine gelesen. Oh ja, richtig. Der gemeint hat, eine schwangere Frau wäre eine Terroristin. Ja, ja, ich erinnere mich. Damit sich so eine Tragödie nicht wiederholen kann, haben wir beschlossen, dass alle Polizisten über 50 einen psychologischen Test ablegen müssen. What? Das ist Diskriminierung. Dazu gehören auch Sie, Jack. Dr. Eleonora Waterbury. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Erwarte Sie morgen früh in Ihrem Büro. Kommen Sie nicht zu spät. Oh boy. Psychologische Tests, ey. Ganz groß. Ja. Tag fertig. Also, das lief doch ganz gut bis jetzt. Wir haben der Mafia einen Dienst erwiesen. Niemand wurde verletzt offensichtlich. Ja, doch. Kann man so stehen lassen. Oh, ich würde sagen, den Tag machen wir auch noch. Stadtkasse zahlt $90.000 für Geburtstag des Bürgermeisters. What? Moment mal, darüber wird berichtet und den will keiner feuern, oder? Der mysteriöse Robespierre kündigt politische Kandidatur an. Ja, mein Freund, das wird ein bisschen schwierig, ohne deinen echten Namen zu geben. Und außerdem, weißt du, wer Robespierre war? Ich sag nur Herrschaft des Terrors. Egal. Bis zu Jahresende 6 neue Restaurants in der Stadt. Und okay, also The Fact hat nicht so wirklich viel zu berichten anscheinend. So, wow, ihr seid die Bild-Zeitung irgendwie während der Sommerpause. Irgendwann kriegen wir ein neues Auto, ich bin mir sicher. Oh Gott, jetzt geht das los. Mr. Boy, das hier ist ein sehr einfacher Text. Ich zeige Ihnen Karten mit abstrakten Bildern. Sie sehen sie sich an und sagen mir, was Sie daran erkennen, okay? Das ist ein Haus. Das ist ein sehr deformierter Vogel. Das ist das Auge, sein eines. Und das ist ein bluttriefender Mund. Das ist natürlich ein Geier. Ein Junge, der einen Weihnachtsbaum schmückt. Zwei Ureinwohner, die trommeln, fliegende abgeschlagene Köpfe. Nichts davon. Aber sogar nichts davon. Ist auch nur im Annähernd irgendwie... Naja, das hier. Keine Ahnung, ein Weihnachtsbaum? Ich meine, das ist ein Haus in sich eindeutig. Und ich meine, das ist das Einzige, was Sinn machen würde. Ja, Weihnachtsbaum. Ich glaube nicht, dass es da richtig oder falsch gibt. Das ist eine Tür, die gerade aufgetreten wird. Und jemand, der sehr elegant so Cusco-Style, so wie hier ein Königreich für ein Lama, so boom, baby, so kommt er gerade rein. Ein alter Mann, der einem Jungen ein Geschenk gibt. Ein Schmetterling. Ein Mann mit einer Uhr als Gesicht. Ja. Kann ich nochmal neu würfeln? So. Ein Schmetterling. Wo in Gottes Namen ist das ein Schmetterling? Ein alter Mann, der einem... Okay, aber ganz ehrlich, es ist mehr ein Schmetterling als die beiden Sachen. Ja, komm, whatever. Ein Schmetterling. Sieht gut aus. Okay, was haben wir hier? Das ist ein roter Berg oder nee, das ist ein Haufen Ketchup mit Mayonnaise oder Senfstreifen. Das ist eine schwarze und eine weiße Hand. Das ist so die Symbiose. Das ist gegen Rassismus. Das ist schwarze und weiße, die zusammen einen Berg aus Ketchup und Senf formen. Mit einer Prise Schokolade obendrauf. Beziehungsweise gegen den Welthunger. Ja, für Sättigung und für globale und interkulturelle Zusammenarbeit. Okay. Ein Junge, der eine Waffe aus einer Schachtel nimmt, ein tanzendes Mädchen, ein blaues Alien, das ein Schwein vergewaltigt. Wie muss man besoffen sein oder wie viel LSD muss man genommen haben, um sowas darin zu sehen? Ein Junge, der aus einer Waffe... Ich meine, keine Ahnung, das sind zwei Hände, vielleicht ist es ein tanzendes Mädchen. Oh nein, das sind die Haare von der Frau, das ist eine Schleife oben. Und sie hat sich ein bisschen angemalt, kulturell. Und das ist ihre richtige Hand und das ist ihre schwarze Hand. Oder andersrum, sie ist ein schwarzes Mädchen, hat ihre anderen weiß gemalt. Ja, das ist ein tanzendes Mädchen. Obwohl mir meine erste Interpretation besser gefiel. What the?
Okay, das sind jetzt zwei Hände. Der eine gibt der anderen einen Sack Gold, ja, vor einem roten Hintergrund. Das ist ein Lagerfeuer. Da wird gerade Kumbaya, my Lord gesungen und gelbe Päckchen wahrscheinlich mit Butter drin. Weitergereiht. Ja. Ein alter Mann und ein Junge, die den Wald erkunden. Ein Turm auf einem Hügel. Ein Baby mit Spinnenbeinen. Ich meine, es könnte auch ein Hügel sein und das ist die Straße. Ein alter. Oder natürlich. Ah, nee, das ist der Junge, weil der hat eine coole Armbanduhr aus Gold. Und das ist der alte Mann und der hält eine Fackel und sie gehen hier in den dunklen Wald umrum. Ja, das ist eindeutig das, klar. Obwohl mir das erste wieder besser gefiel. Okay, das ist eine Person, die eine. Das ist wie gerade eben. Der trägt eine Fackel. Ja, das ist eine Laterne. Das ist ein roter Schatten, logisch. Und das ist entweder Goliath oder irgendwie ein. Ja, also er kommt auf ein Hindernis zu. Oder er guckt so ein bisschen. So, Alter, bist du dir auch sicher, dass du weißt, was du tust mit dieser Laterne? Ja, weil hier um und rum ist es Brandgefahr. Es ist Sommermann. Ja, pass bloß auf. Ein alter Mann, der eine zerdellte Dose auf einen Baumstumpf legt. Ein Autounfall. Ein Baum, dem menschliche Beine wachsen. Nee, das ist auf jeden Fall ein alter Mann hier. Das ist der alte Mann, der hat die Dose und der legt das auf den Baumstumpf, der ein bisschen überdimensional ist. Aber ja, da, das ist der Baumstumpf. Oh, okay, das ist. Da muss man den Kopf jetzt ungefähr um 20 Grad nach links neigen. Und dann kann man eindeutig erkennen, dass das Glassplitter sind. Ja, da ist ein rotes und gelbes Glas zusprungen. Das war mal nicht mal ein Kirchenfenster war das. Und das ist, beziehungsweise, nein, 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 halt, klar, es ist kein Kirchenfenster, es ist ein Synagogenfenster, was uns auf die Reichspogromnacht 1938 hinweisen soll, als überall in Deutschland jüdische Einrichtungen und Synagogen gebrannt haben und eingeschlagen wurden. Ja, ein Junge, der zielt und schießt. Ein Eis in der Waffe, marschierende Hämmer. Allein wegen meiner Interpretation bleibe ich jetzt bei marschierende Hämmer, weil das ist metaphorisch und symbolisch. Ja, so die Hämmer der SS und der SA, die auf Juden und ihre Gebäude einprügeln und marschieren im Gleichschritt. Ja, das ist eindeutig das. Okay, wow. Das ist ein kleiner gelber Mann, der einen großen schwarzen Mann mit Feuermagie beschießt. Also im Prinzip eine Szene aus Avatar. Avatar The Last Airbender, by the way. Nicht der komische Film, der im Prinzip 3D salonfähig gemacht hat und jetzt jeder Drecksfilm in fucking 3D ist, obwohl er nicht 3D sein soll. Aber ich schweife ab. Ein blutender Waschbär, ein Bauer beim Schach, ein Mann mit dem Kopf eines Na. Nee, das ist ein blutender Waschbär? Ein Bauer beim Schach. Meint der jetzt die Figur Bauer oder die Person, also die Beruf Bauer? Oh Gott, das ist viel schwieriger, als zu entscheiden, ob ich der Mafia helfen soll oder nicht. Was ich satt hier? Ein blutender Waschbär? Ja, keine Ahnung. Okay, nee, sorry. Jetzt gebe ich auf. Wie lange geht denn das noch? Okay, das ist ein Typ, der gerade ordentlich Schelle kassiert, der klatscht sogar oder da spritzt sogar Blut raus. Ja, der hat wahrscheinlich die Person hier im Bild beleidigt und kriegt jetzt erstmal eine gute Anstandsstelle. Ein alter Mann, der einem Jungen einen dicken Ast reicht, ein umgestürzter Laster, ein riesiger Igel, der statt Äpfeln Menschen frisst. Oder, okay, warte mal, vielleicht ist das der Junge und das ist der Ast und der alte Mann reicht ihm den Ast, indem er ihm das frontal an den Stirnlappen schlägt. Ja, das ist eindeutig das. Okay, das ist ein Typ, der auf den Solarplexus von diesem Typen draufschlägt und auch wieder so hart, dass da Blutfontänen rausspritzen und sogar. Nein, 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 das ist so Anime-Style. Er haut ihm hier vorne drauf und die Druckwelle kommt vorne und hinten raus. Ja. Ein Junge, der ein Grab aushebt. Ein Schlüssel an einer Kette, ein Tintenfisch, der Klavier. Okay, ich nehme jetzt einfach das, weil das möchte ich gerne wirklich bildlich sehen. Ein Tintenfisch, der Klavier spielt. Ich kann mir vorstellen, der kann das gut, weil ich meine, der hat mehr Arme. Ne? Der kann viel mehr Tasten drücken. Ein Junge, der ein Grab aushebt. Ist das ein Grab? Ist das eine Schaufel? Nee, fuck it. Tintenfisch, der Klavier spielt. Einfach nur weil. Okay, das ist jetzt, glaube ich, das Nachfolgemodell dazu. Also.
Das ist die Szene aus Titanic. Hier liegt die Frau mit ihren langen roten Haaren, die sind über den ganzen Couch verteilt und sagt hier, draw me like one of your French girls. Oder wie das auf Deutsch heißt, hier, mal mich wie eins deiner französischen Mädchen oder so. Und das ist natürlich Leonardo DiCaprio, wie man unschwer erkennen kann. Ein Junge, der sich die blutigen Hände abwischt, ein Haufen Herbstlaub, eine Frau in einem Kleid aus Wurmhaut. Naja, ich habe Frau gesagt, also muss ich wohl das nehmen, obwohl das mit der Wurmhaut nicht so ganz das ist, was ich. Ein Haufen Herbstlaub. Es kann natürlich auch gelbe und rote Blätter sein. Ja, ich nehme Herbstlaub, das ist nicht ganz so abgefuckt. Danke für Ihre Zeit, Mr. Boyd. Ich werde Sie in den kommenden Tagen über Ihre Testergebnisse. Oh Gott, das. Oh Gott, jetzt, die stellt wahrscheinlich fest, ich bin geisteskrank. Ja, gut, ich glaube, damit beenden wir mal die Folge. Psychische Tests abgeschlossen. Nächstes Mal gibt es die Auflösung. Bis dann.